Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich fahre heute mal Bobtail. Ich fahre heute mal Bobtail nach St. John. Da steht ein Trailer für mich und den hole ich jetzt ab. Der ist geladen für meine französischen Freunde. Ist okay. Ich habe aber schon hier, wie man sieht, oder wie ich euch zeigen kann hier, ich habe schon zweimal Ace drin, das heißt einmal Customs für US und einmal zurück. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich meine, ich habe das Kanadische eigentlich schon mal weggeschmissen. Kann sich alles ändern, aber sofern weiß ich, jetzt habe ich hier noch eine Form bekommen. Und zwar steht da drin, das ist eine Action-Form von uns. Da muss ich im Prinzip unterschreiben für meine Violation, die ich gemacht habe. Einmal eine Minute und einmal drei Minuten über die Zeit. In den USA natürlich, Ruhestadt USA, nicht hier in Kanada. Das habe ich gemacht, aber hat auch keiner mal gesagt. Und mein Chef war getroffen, der ist mit meiner Fuhr heute unterwegs nach Neufundland. Der ist schon abgehauen. Sagt, 10 Stunden brauche ich jetzt noch Neufundland von hier aus. Ist doch schon eine Weile, aber ist klar mit Fähre. Und ja, ich mache jetzt auch so langsam los. Ich habe jetzt schon Pre-Trip alles gemacht, meine Klamotten eingeräumt, meinen Kühlschrank eingeräumt. Und warum bin ich eigentlich so klein, sag mal, wisst ihr das? Und ja, jetzt geht es im Prinzip gleich los. Ich habe noch ein bisschen Staub gesaugt mit meinem kleinen Staubsauger, den ich hier drin habe jetzt, weil ich will nicht immer den von der Werkstatt holen, der macht den Spaß. So kann ich jetzt zwischendurch immer sauber machen. Aber ich habe da diese kleinen mobilen Dinger, da, die hatte ich schon eine Weile. Aber die habe ich immer wieder zu Hause vergessen. Jetzt habe ich ihn diesmal nicht vergessen. Ein Kollege ist auch gerade hier gekommen, der wird auch losfahren. Ich mache, wie gesagt, nach St. John, danach geht es nach Quebec, St. Augustin. Zwischen Quebec und Quebec City und Montreal. Dort soll es eine Rückladung geben, hatte ich noch nicht, der Kunden war ich noch nicht. Ich weiß, dass die viel zusammen machen, aber für mich war das noch nicht so aktuell. Habe schon meine zweimal Ace für was auch immer, weil jetzt soll im Trailer noch eine Ace liegen für die US. Keine Ahnung. Ich werde sehen. Ich folge den Dingen, die ich hier machen soll. Ich habe BDEs habe ich jetzt bekommen hier. Die waren im Workshop. So, Load Trailer. So, zuerst ist for you to take when you leave the shop. Okay, das habe ich. Trailernummer, die ist die 680. Loaded at Razor in St. John. Hier, kennt ihr diese Rohre noch? Die habe ich auch schon mal geholt. Die gibt es in Pennsylvania, den Scheiß. Will ich nie unbedingt fahren. Den Mist. So, auf jetzt neue Woche. Neue Woche und es wird eine wunderbare, schöne Woche. Die nächsten zwei Wochen werden wieder super. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. So, ich bin jetzt Bobtail unterwegs. Bobtail, wisst ihr ja, was das heißt, das ist ohne Trailer. Ich muss mir jetzt meine Arbeit erstmal holen. Ich weiß nicht, ob der schon, wie gesagt, ob der schon die Straps ist, kann ich noch nicht sagen, keine Ahnung. Weil ich hab das von Razor noch nicht geholt. Da war ich noch nicht. Ich bin noch nicht hingefahren, aber die Runde habe ich noch nicht gemacht. Andere haben die schon gemacht, ich nicht. Also ist wenigstens Abwechslung dabei. Ja, wir haben eine komische Woche jetzt. Das heißt eine komische Woche, ich sage mal komische Woche. Das ist eine Woche, die passiert jedes Jahr, die ist immer da.
Ist halt für mich nur im ersten Moment jetzt das sozusagen Premiere, weil wir haben den Canada Day in dieser Woche, also sprich am Donnerstag dieser Woche, ist der 1. Juli und der ist Canada Day, ist Nationalfeiertag und da 4. Juli folgt er dann auch in den US, da folgt das ja dann auch, da ist das ja dann auch Feiertag, der 4. Juli, der ist ja auch noch upcoming this week, aber erst am Sonntag. So, das heißt, die Planung muss schon einigermaßen hinhauen hier von unseren Leuten. Das fährt sich erstmal komisch hier, ohne Trailer fährt sich komisch. Ein bisschen windanfällig. Ist ein bisschen windig heute. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt auch relativ hoch, zumindest in den Morgenstunden, später nicht. Aber wie das Wetter wird, werden wir sehen, auf dem Weg nach Quebec. Wie gesagt, muss bei Razor einen Trailer holen, muss mir erstmal angucken, ob das Ding schon eine Straps ist oder ob ich es noch strapsen muss. I have no idea. Muss man wieder ein paar Fußgänger rüberlassen. Spätentscheider. So, meine Lieben. Schön vorsichtig laufen und da drüben ist nämlich Wasser. Da gehen sie jetzt hin. Der Nebel ist weg und ich bin schon die ganze Weile gefahren. Gute 5-6 Stunden mittlerweile. Warte mal, wie lange bin ich denn jetzt gefahren? Ja, 5 Stunden, 11 Minuten schon. Linke Seite haben wir den Covid-Checkpoint von New Brunswick. Das heißt, wir sind jetzt gerade an der Provinz-Border und fahren jetzt wieder in Quebec ein. Verkehr ist okay, ist nicht so viel los hier. Wie immer eigentlich, wenn man hier lang fährt. War relativ relaxed. Drüben steht wieder ein extra Sheriff, das heißt, die messen wieder die Geschwindigkeit. Ja, das ist so, manche, die ignorieren das komplett. Und sobald sie da vorne aber einen Sheriff hinstellen, dann fangen sie auch mal an zu bremsen. Das habe ich ja immer. Im Moment sieht es ganz gut aus, auch diese Woche mit Meilen. Also startet gut heute mit 7,5 Stunden fahren, was schon mal gut ist. Oder knapp 8 Stunden. Weil ich heute dann auf der Uhr habe, das passt. Und morgen dann nach Connecticut. Das Schöne ist, ich kriege Ladung direkt bei dem Kunden, wo ich abladen muss. Das heißt, ich verliere keine Zeit, um irgendwo laden zu fahren. Sondern zack, zack, laden, gurten und ab dafür nach Connecticut. Wunderschönen guten Morgen. Aus der Rue de Lisbonne. In St. Augustin in Quebec. Hier ist ein bisschen Chaos. Ich bin ja von der anderen Seite gekommen. Hier ist Baustelle. Naja. Eintrag steht ja noch drin. Den entladen sie gerade. Ich habe meine Gurte schon ein bisschen alle weggemacht. Nur noch die, die müssen, direkt noch dran gelassen. Dass man noch ein bisschen fahren kann. Aber hier ist ein bisschen Chaos. Weil hier ist genau die Einfahrt vom Kunden und hier gerade rüber ist eine Baustelle. Hinter mir stehen 5 Trucks. Glücklicherweise bin ich vor meiner Zeit, die ich hier sein sollte, hier gewesen. Ansonsten wäre ich jetzt hinten 5. oder 6. in der Reihe. Nur dann kannst du den Tag vergessen. Weil ich muss hier auch laden.
für Connecticut. Und ja, vor mir, wie gesagt, steht einer, der wird gerade entladen, der hat Rundstahl. Und ich habe ja hier diese komischen Frames. Jetzt kommt er. So, shouldn't be long. Okay, yep. You'll see me wave at you. Yes. Once you'll, I'll tell you to come in. You'll park yourself inside the courtyard, near the plant at door 15. Door 15. The last one, okay? The last door on the left side. Okay. Once unloaded, you go on the other side of the plant, behind other trucks that are already there. Yeah. And you wait there that some guy come and see you and get you to be loaded. Okay. Thank you very much, sir. So, er sagt, er will mir waven, also winken will er mir. Und dann Dorf 15 soll ich dann parken. An der Tür 15. Dann werde ich abgeladen. Und dann muss ich einmal ums Building rum. Und da stehen schon ein paar Trucks. Und dann muss ich warten, bis jemand kommt und mich dann belädt. Ich musste mich gestern Abend nochmal umstellen. Weil neben mir hat dann in Peterbilt, ach, das ist ja von uns, der Nächste. Hey Mario, are you still waiting here? And what time is your appointment? 7:30. Wow. Yeah. See you later. See ya. Left gate. So, as close as you can at door 15, my last one on the side of the plant. Okay, thanks. You too, thank you. Mal gucken, ob der Trailer hier durchläuft durchs Tor. Das sieht aus hier. Alter Falter, ist denn ditte? 25. Wo ist denn 15? Close as you can, door 15. Alter Falter, ist das hier eine Bude? Sein Rundstall ist schon mal eingeparkt links. Da ist 15. Close as you can. Sehen. 23 Pieces soll ich laden. Das weiß ich auch schon. Schön, ey. Hier nur eine Pfütze. Kacke. Was für ein Platz. Oh, jetzt kann ich gleich ran. Die bauen hier Trailer. Ein Chaos ist das hier. Kein Platz. Die wissen ja, wo wir hin mit dem Scheiß. So.
Jetzt hat er gesagt, wenn der weg ist, soll ich da meinen Truck parken. Ja, dann parke ich mal da. Problem ist, wenn du immer losfährst, dann kannst du nicht mehr zurück hier, weil es so scheiße eng hier. Was die hier machen? Wir wollen ja alle Arten von Trailer. So, jetzt hat er gesagt, jetzt soll ich da vorne hin, wo der andere steht. Na, okay. Und dann soll ich wahrscheinlich, wenn ich geladen bin, muss ich dann noch weiter vor von Strapse da vorne anmachen. Also ein System haben die schon noch, aber halt ein System, was keinen Platz mehr hat. Wunderschöne Grüße aus Vermont. Vermont in den USA. Ich bin jetzt wieder zurück. Oder sagen wir auf dem Weg nach Connecticut. Ich habe entladen und geladen den Mist. Das ist auch wieder so eine Trödelfuhre, so eine Lumpensammlerfuhre. Ey, alter Falter. Im Prinzip ist die Bude ja nichts. Ich habe erst gedacht, es ist eine Stahlbude, aber ich habe festgestellt, es ist eine Verzinkerei. Also die kriegen ja alles angeliefert, dann verzinken die das und dann wird er wieder woanders hingefahren. Und jetzt ist das im Prinzip so, dass der Kunde, von wo ich ihn geholt habe, gestern den Trailer, da wird es dann quasi immer nicht zurückgefahren zu denen, sondern wird dann direkt jetzt hier zum Kunden gebracht. Naja. Alles in allem habe ich 1280 Kilo habe ich auf dem Trailer. Das ist ja nichts. Die geht jetzt ja wieder ab, ey. Geht's ja tief ab. So, ich habe gerade getankt. Ich habe mir eine wunderbare Irving ausgesucht. Die war echt gut. Muss ich ja wirklich immer sagen, ey, das sieht ja hier wunderbar aus. Alter, Falter. Hier unten jetzt zwar steil ab, aber da unten am Grund ist ein River. A River. Und ich muss sagen, Irving, always top. Der hat auch schon, ich habe bei Trucker Pass gesehen, der war auch schon wieder eine 4,8er Bewertung. Ist einfach so, wenn du da hinkommst, alles ist sauber, alles ist clean, dann ist einfach perfekt. Hab da meine Pause gemacht, hätte eigentlich ja keine machen brauchen, aber ich wollte einfach mal nur tanken. Und hier zum Beispiel, die haben hier nur 4 Parkplätze. Mehr haben die nicht. 4 Truckparkplätze. Aber super. Do you ever feel you don't get out what you're putting in?
willkommen in Windsor, Connecticut. Noch 3 Meilen jetzt runter von der Interstate 91. Sind ungefähr 25 Meilen vor Hartford, Connecticut. Und jetzt geht's in die Bloomfield Avenue. Und da sitzt dann noch der Kunde. Irgendwo. Mal gucken, ob wir ein Plätzchen finden, wo wir uns gemütlich machen können bei 34 Grad. Die sind haben wir noch. 34 Grad sind noch draußen. Ich muss mal heute gucken, ob sie dann noch eventuell abkühlt in der Nacht. Oder ob wir wieder hier morgen früh mit 28 weitermachen. Da steht ein Truck. Oh dear. Nur mal sehen. Wollen wir mal schauen, was also stimmt hier. Wohngebiet. Jetzt hat er schön die Sonne wieder auf der Kamera, wa? Und ich vorne. What? Wie heißt die jetzt nochmal? TLD. TLD, hier haben wir sie ja schon. Truck Entrance 500 feet. Okay. Ich denke mal, das passt ja einigermaßen. Hier sind ja noch Leute. Also wenn ein Kollege kommt, dann sieht das schon mal schlecht aus. Jo, dann mache ich jetzt Feierabend. Mal ein bisschen gerade stellen hier euch. Und ja, mal schauen. Vielleicht lässt mir noch einer reinfahren. Muss auch mal gucken. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. So, ja, mal gucken hier, was hier wieder los ist. Mein Active Route. Jetzt brauche ich erstmal einen Truckstopp. Das ist erstmal das Important. Wir haben ein Loft and a Pilot. 91 Meilen. Betty Beaver. Ja, da können wir auch nochmal anhalten. Da ist auch schön. Ja, wir haben es jetzt, lass mich mal gucken, wie spät haben wir denn? 7:15. Viertel nach sieben und leer. Das ist doch was. Naja, die hatten gestern gesagt, ich habe gestern noch einen erwischt, also der hatte da eine Tor zugemacht abends, war ja noch offen, als wir gekommen sind, als ich gekommen bin und dann oder erreift bin oder da gewesen bin.
Und der hatte, die haben mich gefragt. Ich sage, ich habe ja angerufen bei euch hier und ihr macht ja erst um 8 auf. Und sagt er, nee, die kommen schon um 6:30. Um 6:30 kommen die schon und meistens machen sie so um kurz nach 6:30 schon auf. Ich sage, na, das ist doch perfekt. Dann weiß ich gar, wann ich fertig bin. So, und dann bin ich natürlich dementsprechend früh aufgestanden heute Morgen. Und siehe da, bin ich schon leer. So, und zwar geht's jetzt wieder zurück nach La Colle. Nach La Colle. Ich ahne schon wieder was. So, das heißt, ich werde wieder bei einem schönen New York State hochfahren zur Grenze. Gibt noch einen Pilot, wie gesagt, da kann ich anhalten. Der danach gibt es wieder eine Weile gar nichts. Aber Betty Beaver wäre ohne eine Alternative gewesen anzuhalten. Aber Pause brauche ich keine machen. Also geht's durch. Nur kurz am Pilot duschen. Und dann soll ich morgen früh eine Ladung kriegen. At La Colle, will send next dispatch later today for loading tomorrow morning. Okay, empty. Alright, alright. Na, da sind wir mal gespannt, wo wir laden. Weil wenn ich morgen früh lade, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo nach Ontario oder so. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil die kommen ja schon wieder Montreal raus und dann gleich links weg Richtung Ontario und laden in Toronto morgen früh oder so ein Scheiß. Ich bin ja gestern Abend um 9:30 noch mal, kurz vor 10 noch mal raus und hab nur mal geguckt, ich sag mal, wie ist die Luft? Kann man eventuell ausmachen, ein bisschen Fenster auf und dass man ganz zuerst immer noch 30 Grad gewesen. Ja, wir haben es heute 36 angesagt in der Ecke. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was in Montreal ist oder in La Colle. Ich weiß nicht, ob die Strecke im Winter oder meine Lieblingsstrecke bleibt, das werde ich mal sehen. Weil wir sind ja jetzt ungefähr wieder die Höhe, wo ich letzte Woche, übernachtet habe. Und morgens da 5 Grad waren oder 7 Grad, was das waren.
So, nicht mehr weit zur Grenze jetzt von hier aus. Und dann sind wir wieder zurück in Kanada. Vielleicht sehen wir uns da nochmal.